Also nehmen wir wieder die Situation. In der Prüfung werden wir gefragt, was ist Forfaitierung? Schock. Ja. Unbekanntes Wort, kein Bezugspunkt. Verwirrung, Verzweiflung und so weiter. Was machen wir? Zunächst mal wo und nicht was. Kramen Sie nicht erstmal nach dem Was, sondern schauen Sie wo. Wo sind wir? Wir sind bei internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Internationale Wirtschaftsbeziehungen sind internationale Handelsbeziehungen, also Außenhandelsbeziehungen. Forfaitierung ist eine Kreditform bei diesen Außenhandelsbeziehungen und zwar eine mittel- bis langfristige. So. Bis dahin haben wir uns nichts abgebrochen. Das ist nicht schwer, das zu sagen. Jetzt müssen wir das bitte hinschreiben. Sie schreiben das in der Prüfung hin. Sie schreiben erstmal das wohin. Die meisten Leute sind total fixiert auf das Was, wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt, statt erstmal zu sagen, wo. Und wo könnten Sie? Vor allem auch in der mündlichen Prüfung. Wenn der Prüfer da mit dem Begriff kommt und Sie erstmal nicht wissen, was, weil Sie ja auch nicht alles immer in Ihrem Arbeitsspeicher da haben, dann versuchen Sie es erstmal mit dem Wo. Sagen Sie auch im Extremfall ruhig, im Moment, lassen Sie mich erstmal versuchen, das einzuordnen. Sie werden sofort sehen, der Prüfer nickt. Ordnen Sie das erstmal ein. Moment mal, wo gehört das denn hin? Ja, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Außenhandel, Kreditform im Außenhandel. Bei den Kreditformen gibt es nur kurz- und langfristig. Das heißt, Sie haben 50% Chance. Setzen Sie auf mittel- bis langfristig, sind Sie richtig. Forfaitierung ist eine mittel- bis langfristige Kreditform im Außenhandel. So, dann haben Sie erstmal Zeit gewonnen, Ihre Gedanken ein bisschen sortiert und Sie haben ein positives Erfolgserlebnis. Und danach kommt das Was. Was ist Forfaitierung? Es ist der Verkauf von Forderungen im Exportgeschäft. Der Verkauf von Forderungen im Exportgeschäft. Und jetzt können wir das nämlich im Kopf verknüpfen mit etwas schon Bekanntem. Nämlich, was fällt uns jetzt ein, wenn wir hören Verkauf von Forderungen im Exportgeschäft? Aha, jetzt fällt uns Factoring ein. Das heißt, Forfaitierung ist sowas wie Factoring. Es ist sowas wie Factoring im Exportgeschäft, könnten wir sagen. Fängt mit F an. Ja, Factoring fängt mit F an, Forfaitierung fängt auch mit F an. The F-Word ist was anderes, ja, bitte nicht verwechseln. Ja, fängt beides mit F an. So, also, nächste Antwort, die wir geben können, ist Forfaitierung, nachdem wir es einstrukturiert haben, ist sowas wie Faktor im Exportgeschäft. Okay, sagt der Prüfer. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben?